Leid dir diese Licht so weit, sie wochen an, warum sie drauf treiben. Hey, gerissen für uns gewinnt, sie wollen schien, ich voll gesüßt ist. Darf daher, wo muss ich schon, da wird's auf der erste Weiß lohnen. Japaner, Preis, nur Franzosen, sonst die Tiere lieder aus, die ihr mir innen dir gefallen. Fragt sein Masse rum an, sie stellt mir eine her an dich, die an den Bringen stecken fischt. Wir sind ohne Frieden sein, bei der ganz schlimmen Reihe. Haben wir die Reise an Festival! Die Juppe eher noch oben, die sonst ein ganz Stück dran. Du sonst ist ja nicht dran, mit dem Gehemden sind dran. Mach dir eine Frohle, schöne Augen, die waren durchaus interessiert. Wenn du nicht mehr hausiert, so spart noch ausgesucht, klung, sei wohl der Steine mit Jupp. Der Juppe, der dem Wuppe zu, und bleibt dir nur in alle Uhr. Da hat sich ziemlich nervig nach, wo steigt der Kleid. Springt sie wieder spitz, außer dein der Juppe eher noch oben steht, die Sonne gar nicht schickt dran. Du sonst ist jeder nicht dran, mit dem Gehemden sind sie verdammt. Mach gerne von ohne Schiene an, die werden natürlich ganz interessiert. Wenn du neben mir hausiert, zu spät der Hans gesucht gelohnt. Sein Blut durch Steine mehr gekommen, der Juppe hat niemand wohl gezogen. Auf Blut in Null in Anruhr, da hat sich ziemlich nervig nach. Und steigt dem Fleisch in den Arm, sie hat verdammt! Sie haben auch haben gedirigiert, an Zahnen sind sie fasziniert. Will den Lücke übt der Hand, wir sind in dem Rebenland. Wir sind jetzt hier schon in Ruhe, vom Blut aus dem Geschirr zu. Stell mir zu dir, ich war's bei einer Stelle.
Ha det, Jerry! Grüß euch! Danke sehr! Es ist eine totale Ehre, es ist für uns eine totale Ehre, als bayerische Band da in Mainz sein zu dürfen bei Dreisat Festival. Wir kennen uns nur aus dem Fernsehen und es ist schon ganz schön cool, auf der Bühne zu stehen. Danke sehr, also voll geil, ja? Eine kurze Frage. Wir waren schon mal bei einem La Brasbanda-Konzert da. Okay. Und wir waren noch nie da bei unserem Konzert da. Ja. Also herzlich willkommen, ich erkläre ganz kurz die Regeln. Also wir spielen in unsere Trompeten so bum, bum, und springen umeinander, weil unserer Meinung nach Musik, das muss natürlich, Musikalität muss ein bisschen so über das Musik kommen, so, aber eigentlich auch ganz viel vom Körper. Also man muss raus singen, raus schreien und nach dem Konzert muss man eigentlich sagen, oh leck, bin ich fertig. Und dann ist es für uns ein idealer Abend. Also das ist auch so die Aufforderung, wenn ihr Lust habt, steht's bitte auf und tanzt und schreit und singt und führt euch auf, wenn ihr Lust habt, das macht am meisten Spaß, okay? Und ich möchte euch, wir haben vor eineinhalb Jahren eine Welttour machen dürfen, wir haben ein paar Lieder dabei, die von der ganzen Welttour erzählen und ein Lied, das haben wir so im Norden Brasiliens, in Fortaleza, haben wir ein Konzert gespielt und dann ist, da haben wir das Konzert, war ungefähr so eineinhalb Stunden, wir waren völlig fertig, es war in einem kleinen Irish Pub in Brasilien, also irgendwas, oder? Auf alle Fälle ist dann, das Konzert war vorbei und auf einmal ist eine alte Oma in so einem goldenen Glitzerkleid, hat mir immer mit so einem Stecker an den Fuß gehabt, bum, 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 sagt, ja, was ist los, bum, bum, bum. Dann sagt sie, ihr müsst spielen, ihr müsst spielen. Dann hat sie, wir haben jetzt eineinhalb Stunden gespielt, wir sind fix und fertig. Dann hat sie gesagt, ja, aber sie ist auch von der Nachbarseite und dann hat sie Blasmusik gehört und dann ist sie noch vom Bett aufgestanden, hat sie nochmal ihr goldenes Kleid angezogen, die goldenen Schüchchen und hat sie frisiert. Und das dauert bei einer so einer sehr stolzen Brasilianerin, dauert das halt mal eine Stunde, gell? Und dann ist sie mit ihrem Hackelstecker rüber, weil sie war schon so 86 Jahre, und ist zum Konzert und sagt so, und sie möchte jetzt Spaß haben, sie möchte ein Konzert haben, gell? Und das war die Sandra, und dann haben wir natürlich nur eine Stunde für die Sandra spielen müssen. Entspannung. Aber die Dame, die alte Dame, hat uns fast durch die Erden. Also wenn so eine Brasilianerin dann so anfängt, und du stehst da und du musst immer weiter spielen. Und irgendwann haben wir kein Lied mehr gehabt, dann sagen wir, es tut uns furchtbar leid, alle Lieder sind jetzt aus, bis auf ein Lied, aber das ist urbayerisch, und das heißt nämlich Uje Mama, gell? Und dann hat sie gesagt, ja, oh je, Mama. Und ich habe mir schon so gedacht, wie erkläre ich das? Das ist, wenn du in Bayern, wenn du überhaupt nichts mehr hast, dann schaust du den Himmel auf und sagst so, oh je, Mama. Ja? Und ich habe gesagt, ja, dann the last song we're gonna play is oh je, Mama. Und die ganzen Brasilianer, oh je, Mama. Ja? Ich bin da gestanden, scheinbar bedeutet das in Brasilien und in Bayern das Gleiche, also so die Hilferuf. Gell? Also wenn ihr Lust habt, dann singt ihr mit, das Stückchen heißt, oh je, Mama. Fantastisch. Eins, zwei.
mensen hard aan het jumpen. Dank u zeer. Wir sind dann weitergeflogen quasi und haben dann irgendwann waren wir in Australien. Und in Australien ist ein super schönes Land und wir haben auch von dem Land überhaupt nichts gewusst, weil wir noch nie da waren. Bis auf den Herr Huber, unser Tuba-Spieler, sagt zu mir, Servus Herr Huber. Er ist sehr schüchtern und hat zu dieser damaligen Zeit eine neue Freundin gehabt und hat gesagt, hey, wir möchten noch nächstes Jahr nach Australien fahren. Ich könnte ein Jahr vorher mal hinfliegen und könnte mal schauen, welche Locations für uns da super sind. Dann sagt er, super Idee. Und dann sagt er, ja, ich nehme nämlich meine Tuba mit und meine neue Freundin und wir alle so, um Gottes Willen. Es gibt also eine goldene Regel als Musiker, wenn du Urlaub machst, entweder mit der Freundin oder im Instrument. Beides funktioniert nicht, ist unmöglich, gell? Und er so, na, die ist cool, die mag Tuba so gern. Alles klar, gell? Auf alle Fälle, sie fliegen hin, erster Tag Trennung natürlich, gell? Sie in die Stadt, er irgendwo so ins Desert rein, in die Wüste rein. Für uns als Band war es aber ganz cool, weil er ist dann so zurückgekommen nach Urlaub und sagt so, hey, ich habe eine Komposition gemacht und ich habe noch nie was komponiert, gell? Dann mir so, ja, und was hast du da gemacht? Dann sagt er, ja, das einzige Problem ist, dass der Song dauert so dreiviertel Stunde und ist nur ein Ton. Gell? Aber wir müssen es jetzt unbedingt anhören und wir im Proberaum, ja, dann spiel ich vor und er so. Und es war wirklich eine sehr schöne Nummer irgendwie. Gell? Auf alle Fälle haben wir gesagt, das muss ins Programm, wenn du schon mal was komponierst. Und jetzt haben wir die Nummer, heißt jetzt Australien. Wir haben es jetzt von einer Dreiviertelstunde ein bisschen kürzt auf 3 Minuten. Wir haben ein paar Töne dazu gemacht, ein bisschen einen Text, aber es ist immer nur seine Komposition. Gell? Habt ihr Lust auf Mr. Huber's Nummer Australien? 1, 2, 1, 2, 3. So runter und jetzt spielst du mit Luftgitarre mit. Ich sehe euch, aber ich höre noch nichts. Ich weiß, es ist ein Kulturfestival, aber wir brauchen ein bisschen mehr Dreck in der Gitarre, okay? Mach's also. Langsam jetzt, gell? Nur mal. We'll be right back.
Mr. Lohmann und Tumor! Merci. Entspannung. Wir haben nicht so lange Zeit, wir müssen ganz viele neue Lieder spielen, gell? Das nächste Lied ist zwar nicht ganz neu, das ist ganz alt, aber das haben wir für unser Bandauto geschrieben, das heißt VW Jetta. Wer von euch weiß nur, wie so VW Jetta ausschaut? So, ja. Das ist, wenn du ein Kleinkind sagst, so mal einmal Auto, so zwei Reifen, genauso hat der VW Jetta ausgeschaut. Aber es war unser erstes Bandauto, deswegen ein ersten Bandauto, muss man einen Song widmen. Viel Spaß mit VW Jetta. Sonnenlinsel, einer erst mal schau, wo die da bin. Ich glaub, der Chatter ist wohl deiner, du liegst da auf dem Bauch, dran sich ziemlich vor dir. War wie quasi schlechte Nacht, gestern war man noch per se. Ich geh einmal mal mit Zivi, war mein Plan für gestern noch. Doch, na, wie hab mir mit Gräne an und Schicht, ich mal, hast mich so fasziniert, dass mich irgendwie wieder war nur noch auf die fixiert, aber alles andere ignoriert. Tja, na, 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 bam, tja, na, 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 bam, tja, na, 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 bam, tja, tja, na, 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 die Fenster können ein bisschen inszenieren. Schaut so raus, als wenn mir immer wieder so eine Geschichte passieren. Keine Ahnung, was du siehst, was in der Röwe rein. Ich kann nichts dagegen, da dass ich ein Jungs bleib. Ich bin leise, fang mein Zeit, ich weck dich gar nicht auf. Ruf ein Taxi vorn aus, zu gehen zu draußen aus. Nur die Vögel hören wir singen, alle anderen schlafen. Sing ein Liedl mit den Spatzen und das Liedl, das geht so. Da-na-na-na-na-bam, da-na-na-na-na-bam, da. Alles gut, passt wunderbar. Entspannung. Wisst ihr, was das Coolste ist? Also in Südamerika, was mich wirklich total beeindruckt hat, ist der Applaus in Südamerika. Weil es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist so aus. Die hauen voll ein, aber ganz kurz und ist sofort wieder vorbei. Und es war halt heute auch super cool, wenn wir könnten viel mehr Lieder spielen, okay? Probieren wir nochmal so einen südamerikanischen Applaus. Und das nächste Lied. Es darf noch ein bisschen mehr da sein, gell? Wir probieren es nochmal.
cool. Und das nächste Stück, was wir haben, ist das krasseste Stück, was wir überhaupt haben. Es ist ein Polka. Und wer von euch nicht weiß, wenn man auf Polka tanzen muss, dann ist es so, geht super. So. Das ist ein bisschen sportlich, aber das kriegen wir schon hin. Gell? Wer hat Lust mit uns Polka zum Tanzen? Oh. Viel Spaß mit Autobahn. Eins, zwei. Letzte Woche, so eine Mucke zieh ich zusammen, die ist nicht so viel verlangen, drüber sind wir noch schon nicht, ich sag doch, haben einen guten Job verloren, bin noch rüberflüssig geworden, aber diese Nacht hat mich noch gar nicht geschockt, hab schon öfters nein gefangen, aus der Arbeit haben wir lang tun, nicht ist mir hier sicher wieder backt, ich geh jetzt aus dir, nein, es ist ja schon wie drei, ich noch nicht schon, als jemand racht, du hast den Nachbar am Tor, und mein Bein im Mantel, auch da wie hübt der Neuse nicht mehr braucht, jetzt hab ich nichts mehr drauf, ich wohne am Rennen auf, das alles hinter mir, ich will nur so weg von dir, der Funk hat schon gar nicht sehen. Das ist ja bloß noch heißer. Bei der nächsten Nummer wird es wieder sehr lustig, weil die nächste Nummer haben wir an Jörg geschrieben und der Jörg ist aus der Oberpfalz. Und was aber viel Leute, ja Oberpfalz, es ist so sehr konservativ und aber unfassbar schöne Gegend und saulustige Menschen wohnen da. Und das beweist eigentlich schon, dass der Jörg daher kommt, der war nämlich so mit 18, 19 Jahren, war der nämlich Gogo-Tänzer. Wirklich, ungelogen, wirklich. Also, manche sagen, stimmen nicht ganz, was ich sage, aber das stimmt aus Versehen wirklich, gell? Und dann war der Gogo-Tänzer und dann hat er auch sogar bei der Love Parade mit, bei der Marusha am Wagen umtanzt und so.
Und ist dann heimgekommen mit so ein bisschen einer kleinen Gage und hat sich dann so einen ganz alten, verrosten Cadillac gekauft, weil er ist ja noch Kfz-Mechaniker, und hat sich den so hergerichtet und ist dann durch die Oberpfalz mit einem rosaroten Cadillac gefahren, mit einem Regenschirm, gell, wie schon, und er so, bum, 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 genau. Und stellt, also du hast schon da so einen Farbklecks in die Oberpfalz reingebracht, gell. Und wir haben uns gedacht, die Szenerie, wir haben es leider nicht miterlebt, gell, weil der Jörg ist nicht mehr so ganz jung. Entspannung. Aber als damals war es so schwarz-weiß. Nein, aber wir hätten es gerne miterlebt. Und jetzt haben wir aber die Möglichkeit, damit das über ein Musikstück machen. Wir haben jetzt immer ein Musikstück geschrieben. Das heißt, kennst du schon einen Lex-Check mit dem rosa-roten Cadillac? Gell? Viel Spaß. Schon ein Lex-Jack mit einem rosa-roten Cadillac, schwarze Haare, goldene Schuhe, Lederhosen, gelbe Ohren. Kennst schon ein Lex-Jack mit einem rosa-roten Cadillac, schwarze Haare, goldene Schuhe, Lederhosen, gelbe Ohren. Durch die Nacht im Cadillac die ganze Nacht, im Cadillac durch die Nacht. Cadillac die ganze Nacht, im Cadillac durch die Nacht, im Cadillac die ganze Nacht, im Cadillac durch.
Unser bester Mann an der Schuppe, Mr. Harald Schuppe. Es ist nicht unser erster Fernsehauftritt, aber ich glaube fast der zweite. Wir haben nämlich schon mal beim deutschen ESC Vorentscheid schon mal mitmachen dürfen. Und es war total lustig, wir haben dann einen Anruf gekriegt so aus Hamburg, hey, habt ihr Lust so mitzumachen, ESC Vorentscheid? Und wir so, ja danke, voll die Chance, cool. Dann sagen wir, wir brauchen nicht viel, das sind ungefähr so 7 Mikrofone und ein Schlagzeug und so. Dann sagen sie, nein, ihr braucht keine Mikrofone, weil die Show ist in Playback. Dann wir so, what? Also wir sind ja Musiker aus einem Grund, weil wir eigentlich gerne live Musik spielen. Wir spielen, da gingen ja Noten daneben und dann bricht wieder die Trompeten durch. Aber das ist ja das Spannende dran, weißt du? Wenn das nur vom Band läuft und mir so, das macht ja keinen Spaß, dann ist mir ja Schauspieler und kein Musiker. Gell? So, alles gut. Entspannung. Sind Musiker im Haus? Schau hier, ihr wisst genau, was ich rede. Gell? Auf alle Fälle haben wir gesagt, so, nein, dann könntest du es vergessen, aufgelegt. Gell? Dann bin ich so, scheiße, jetzt waren wir vielleicht ein bisschen so unhöflich. Gell? Und dann irgendwann so, dann ruft der Nummer so, ja, aber es war ganz wichtig und so. Und das war so hübsch, der Chef von dem Ganzen. Und dann sage ich so, ja, aber wir können das nicht machen, wir müssen unbedingt live spielen, weil sonst geht es nicht. Dann sagt er, wenn es ja live spielt, der Sendeton, der hört sich dann ganz blöd an. Und er wird sicher Letzter. Und mir so, okay. Weil es geht, Entspannung, weil selbst bei der Show geht es ja darum, dass wir auf der Bühne riesen Gaudi haben. Und wenn wir einen Spaß haben, das merken ja die Leute, die sagen, schau, die haben einen Spaß. Und dann, mehr wollten wir gar nicht. Auf alle Fälle haben wir gesagt, ja, okay, wir können es möglich machen. Ihr seid jetzt die einzige Band, die dann noch live spielen darf, aber es wird sich wirklich sehr scheiße anhören und mir so, kein Problem. Und dann sind wir da, so im Backstage gelandet und dann haben sie gekommen und haben gesagt, so, ja, jetzt Auftritt in einer halben Stunde, welche T-Shirts zieht ihr an? Dann sagen wir so, ja, da schwarz, schwarz, grau, schwarz. Und dann so, oh Gott, das Wein. Dann haben sie gesagt, ihr habt denn überhaupt keinen Plan für die Lichtshow? Dann haben wir gesagt, ja, Licht, halt, macht ihr Licht an? Dann habe ich gesagt, nein, da gibt es ja Feuer und Fackeln und boom. Und mir so, ah, oh, an das haben wir leider nicht gedacht. Gell. Dann haben sie gesagt, bei euch ist die Bühne schwarz. Dann haben wir gesagt, oh, das ist gemein, könnt ihr wenigstens das Saallicht anmachen oder so. Auf alle Fälle hat der Thomann hat dann auch lachen müssen und hat gesagt, ja, hat ein paar Azubis hinten, ob die einfach irgendwas spontan machen können. Und mir so, Logo, gell. Und wir haben die krasseste Lichtshow gehabt. Auf alle Fälle haben wir da spielen dürfen und es war jetzt so, dass der Ton wahrscheinlich wirklich komisch war. Ich habe mich versungen, der Schlagzeuger hat irgendwie das Fell gleich gebrochen und so. Aber scheinbar war das so ein riesen Gaudi, dass die ganzen Leute haben gesagt, so, hey cool, und haben uns ganz viele Punkte gegeben. Und dann haben wir da so bei der Punkteverwertung, Verteilung gewesen. Und nehmen uns die Söhne Mannheims, die haben 0 Punkte gehabt, wir alle. Und wir so, macht nix. Gell, so. Euch eine Zeit wird schon okay machen, alles cool. So. Und uns war es ja ein bisschen unangenehm, aber das waren ja total nette Typen, die haben uns dann auch total geholfen im Nachhinein, weil wir haben das mit so einem Medienrummel kämen wir uns dann nicht aus und sowas. Auf alle Fälle haben wir dann gespielt und haben dann ein Stickel gemacht, das heißt, ich fahre mit dem Bullock in die Wiesen, gell? Und das Lustigste war, wir haben dann Einladungen gekriegt von Radiostationen von ganz Deutschland und keiner hat aber verstanden, was wir da singen, gell? Also für euch auch das Stickel heißt, ich fahre mit dem Bullock in die Wiesen und gehe nackert am See. Viel Spaß. In die Wiesen, leg mich nackern an mein See, weil die Nackern spinnt nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil ich die mache, ja, dann wär man eine Kone Möcke. Ich fahr mit dem Pullock in die Wiesen, leg mich nackern an mein See, weil die Nackern spinnt nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil ich die mache, ja, dann wär man eine Kone Möcke. Ich hab die Fische, ich hol mir Froni. Schöne Bahnen vorne, Froni. Dies ganze Dance, sie war nie der Mann mit Röber Toni. Was die Leine wissen, lerne ich hol mir Froni. Und seit einem Jahr schon geht die Nacht mit mir. Gib ab! Ich wohne mit Bullock in die Wiesel, leg mich nackern an mein See. Weil die Nackern, ich will nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil die Mappen kann am Leben nach die Kornen begehen. Ich wohne mit Bullock in die Wiesel, leg mich nackern an mein See. Weil die Nackern, ich will nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil die Mappen kann am Leben nach die Kornen begehen. Telefone, die Leute
nächsten Sieg ist mein Ding, ja, noch hoher Matroni. Tue mein Ding, ja, naja, nix mit grober Toni. Juni wär nacke mit der Jimmy und der feiner Moni. Nacht ist zum König, die Fosse vorne Froni. Jetzt kommt die Dörmann, sie war wieder mit mein grober Toni. Wo sie deine Wissen, ja, noch hoher Matroni. Wo seid dein Gott, schon jede Nacht bin ich grob! In die Wiesel, leg mich nackern am See, weil die nackern, ich bin nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil die die Mord, kann im Leben nicht gehen und mir gehen. Ich fahre mit dem Pullock in die Wiesel, leg mich nackern am See, weil die nackern, ich bin nackern an die See, so wunderschön. Schau mich um, weil die Mord, kann im Leben nicht gehen und mir gehen. Perfekt. Die nächste Nummer heißt nämlich Soul Train. Und es ist so, wir waren in San Francisco und haben da an so einer Tanzschule vorbeigegangen und haben da so eine Tanzlehrerin gefragt, ob sie uns ein bisschen so Soul-Tanzen beibringen kann. Gell? Weil wenn ein Bayer Soul tanzt, dann ist das so, oh leck, ist das ein super Soul. Wir haben das nicht so drauf mit dem, oh, gell? Und dann sind wir so einer Tanzlehrerin gegangen und haben gesagt, hey, können wir so eine Tanzstunde machen bei dir? Dann hat sie gesagt, ja, wie lange habt ihr Zeit? Dann haben wir gesagt, wir haben nur einen Tag da. Dann hat sie gesagt, naja, sie hat am Nachmittag dann noch so eine Kinderklasse und die machen so Lockerungsübungen und wenn wir da mitmachen, das ist für uns wunderbar. Dann haben wir gesagt, super, sind wir dabei, dann haben wir da reingegangen, Tanzschule, Kinder, alle so. Dann haben wir gesagt, ja, wir machen mit, wir möchten tanzen, wir möchten ein bisschen Soul lernen. Und dann haben die gesagt, ja, die Kinder machen halt drei Übungen immer und dann ist die Bewegung eigentlich schon viel leichter und dann kann man das alles machen. Und wenn ihr Lust habt, dann macht sie drei Übungen mit uns mit. Wir brauchen es fürs nächste Stück und ihr werdet es auch brauchen, okay? Also die erste Übung, schaut alle mal in diese Richtung. Genau, und wir gehen miteinander, also 8 Schritte vor und 8 Schritte zurück, okay? Und dabei müssen wir schauen, dass die Hüfte, die fällt quasi so runter, so. Oh. Die Hüfte hat überhaupt nichts mit dem restlichen Körper zu tun, okay? Wir probieren es einmal, Testlauf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Denkt an die Hüfte, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau, so wie. Perfekt. Wunderbar, stopp. Perfekt. Merkt ihr schon was? Oh. Okay, das ist die erste Übung. Die zweite Übung, die nennen sie bei den Kindern so Freestyle Party, okay? Und es ist so, wenn man eine Bewegung macht, die man die ganze Woche noch nicht gemacht hat. Also macht es mal so, oder so, oder so. Und wenn man das ganz schnell macht, dann nennen sie das Freestyle Party und es ist super für die kompletten Muskeln, okay? Wenn der Jörg mit dem roten Leiberl sagt zu mir, Servus Jörg. Gut, schau mal. Wenn der Jörg so in seine Trompete einbläst, dass der Kopf so rot ist wie sein T-Shirt, gell, dann machen wir Freestyle-Party. Wir probieren es mal aus. 1, 2, Freestyle-Party! Wunderbar. Funktioniert, perfekt. Die zweite Übung und die dritte Übung ist ganz einfach. Da ziehen wir die Hände ganz nach oben. Und mal die Hände zusammen. Und jetzt ziehen wir langsam runter. Und jetzt fühlt es mal euren Körper. Oh. Weiter. Oh. Weiter, Weißbier-Spoiler. Oh, okay. Nur mal die Hände nach oben. Ganz zusammen. Und fühlt euch mal und macht so Geräusche. So. Mm. Mm. Das ist nämlich auch sau wichtig fürs Tanzen. Man muss sie fühlen so. Okay. Okay, seid ihr bereit? Aufstellung. Alle Blicke in diese Richtung. 8 Schritte vor, 8 Schritte zurück. Und wenn es losgeht, dann der Jörg. Okay. One, I take two, I take one, two, three, four. We'll be right back.
Schwarze so. Wo geht der Ticket mit? Bauer, 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 ja, lieben Bauer, 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 Bauer. One, two, überbarst du alle, geh hinter auf die Fette, schaff hinter sich, gürtel die Otze, wieder bei der Früh, links schon der Ruhe, bist du nicht langsam für die Überdies, mein Nehmen, ich wusste. Ich würde immer schon die Sachen, man, ich sonst gerne machen, solange mein Name ist, wenn er auslacht. Toll, wieder mit dort, die Arme, da muss jemand schwarz und runter, du. Steh da, mit dem Fuller wieder hoch, dann sag mir mal, wie die Flinge da hoch, haben wir dir noch gesagt, das Geld verblockt, die mich hergeht, wieder nachgestanden, der Druck. Bin ich schon dabei, wenn der nächste gefreien ist und ganz wieder mein Tag. Ich bin Bauer, Bauer, ja, Bauer, Bauer, ja, ich bin Bauer, 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 Bauer. Landschau dabei, aus den großen Wissen am Setten dabei. Sind du wirklich so gescheit, so gescheit, so schiemen, schluck bei Ibra, wieso muss ich nicht gehen? Die Dämpfe der Landschau sogar noch, und die Nassen draußen in den Loh. Hover, Mädel, die Anfahrt, muss jemand schwarz und runter genug. Da steht da, mit den Vogeln, wenn er homen, dann sagt man, Papi, die Flinge da. Und man hat dann gesagt, dass ich auf dem Lock, die mir hängen, wenn er dann stark eingedrückt. Bin ich schon dabei, wenn er nichts zu gefreien will, so dann geht es in den Tag. Ich bin Bauer, Bauer, ja, Bauer, Bauer, ja, ich bin Bauer, Bauer. Wir haben ein Stückel und das Stückel heißt Ringelblärmi Fliegermäuer und es handelt von einer Klassenkameradin, die als Klassen, also quasi diese ganz dicke Hornbrille gehabt hat und ein bisschen klar war und ein bisschen dick war und so. Und in der Klasse hat es keiner so richtig angeschaut und dann so irgendwie 12 Jahre später, dann ist sie einfach mal super fesches Mädel, bam, 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 geht umeinander die ganze Klasse, oh Wahnsinn, wer ist denn die, gell? Und sagt sie, so ja auch schlecht, vorher habt ihr ja nicht angeschaut, gell? Und es handelt von, vielleicht ist es zu grob, bin ich ein bisschen zu grob heute, ne? Alles klar. Auf alle Fälle ist es ein super schönes Lied, das heißt Ringel, Blärmi, Flieg einmal. Viel Spaß. Applaus.
Figuren hören die sonderbaren Augen, man schaut so komisch nur mit der Brille, was noch für schlimmer. Das Quischen, wenn sie gelacht hat, alles Dicky, wo ich für immer. Weil für mich ein und hier der Name, was ich lang schon nimmer. In Mini Homer nimmer, Fischi, Gaming, Ingle, Gammy. Die Gamer, Ingle, Gammy, und Sunshine, Timmy, Gammy, Grip, Minina, lach, Minina, ich film, Lässig, mach, Minina. Sonst ist Gwana, Minina, glaubt, es ist einfach zu denken. Wenn ich an den drunter Pausen auf dem Beiner klappe, sagen, bis die ganze Nacht am 40 sitzen, hohen und dann in der Gwana, mit Team, der Mannschaft, dann ich um sie so tabu. Und man in die Dicky bringt, das kann ich bei meinem Kopf verstehen. Weil es ist ein Provider, nimmer, schau, das kleine Wachen. Nee, die Gungen sind nur die Wings, und das Spaß im Niedermeier, die Klasse, wenn er Klasse fahrt. Alles, was sie lieben, Kimmis, man hat schon so warten. Unser Weg nimmer an, Künstler, Manager, man geht, und ich hab sie sehr verbracht. Bei dir ihm jede Geschichte, nur weil sie so gern verzeiht. Bei Titel lass ich mir einfach keine kleinen Schnaps zu stellen. Die Mädels sind nicht da, eine Schicke wie die Anna, aber dann gehen wir noch. Ich lass sie auch noch an, wenn man dann kannst, das fühlt sich hier zu allein, ich bin so am Rande. Da wie eine Donner in der Mitte stehen sie umeinander. Wenn ich sage, ich werde auf jeden Seiten müssen die Lehren. Als Susanne, es war auf die Erfahrung, es ist nicht gefit. Ich hoffe, singe, wer mich unter seine Klienten zum. Hoffe, singe, wer mich unter seine Klienten zum. Wenn ich sage, ich werde auf jeden Seiten müssen die Lehren. Aber ich sag mal, meine bin ich nur der Bar. Okay. Stimme Menschen ein, für eine Gemeinheit, das geht nicht. Vor der Beratung, auf was von mir zu schön geht. Ich muss schon weg, weil das so weit kommt, denn los geht. Geht auch von ein, das kommt sich, damit nimmer geht. Please, Mr. Weaver, wollten Sie Ihres Amtes. Die schnellste Zunge von Bayern. Mr. Kobi Weaver und Schwab. Thank you.
Wir spielen einfach noch einmal, gell? Drüben liegt im Krankenhaus, die Nacht ist auch nicht gut aus. Was dauert's nicht mehr lang, es ist bald Zeit zum Gehen. Das ganze Leben, 100 Euro, weil es bis sie gibt. Wenn er schon bald davon vorüber, für die Söster noch. Wenn der so Frau hat's wieder selbst, wird mich nicht mehr Riederling. Was ist jetzt hier nicht mehr gekommen, nach über 50 Jahren? Was ist denn was, was da was sieht, was ist ein Ninker wert? Ja, was ist, dauert's nicht mehr lang, er meint mir so viel da. Sind in Gedanken noch, beschissen sitzen in einer Ruine und schauen es gar nicht an. Siehst du, schmeckt dir am Schoko nehmen, nein, der trinkt den frisst er nicht. Wenn er schon bald zu fangen, vor ihm, für die Söster noch. Und die Sonne vergisst du gleich, kurz auf kommt der Maxi hinein. Die Anfangen zum leichten Ohr, wird sie nur mehr ins Leben. Der Maxi sagt, die Horror, wo sie mir in ein Leben kannst. Doch du wirst ihm nichts zuvor, wollte dir nur geben. Da na na na, da na na, da na 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 na. Da-na-na-na, da-na-na.